Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Project Cars 3. Servus. Heute mit allen aus dem Team Feedspeed. Wir spielen gegeneinander eine Pre-Release-Fassung von Project Cars 3. Alter, ist das eine geile Karre. Holy shit, sieht der Porsche okay, einfach... Okay, Bram ist bei ihm. Oh, what the fuck? Ah, cool, ah, ja, das geht aber uns gelassen. Ja, mein Jaguar. Alter, oh, ist das viel Speed. Das ist zu viel Speed Freunde, für... ich bin sehr rutschig. Dankeschön. Ich hab selbst angeschoben, ich du Liebert. Können wir die Dinger mitnehmen hier? Alter, wie sehr ich am Schlittern bin in diesem Auto. Das ist viel schneller als ein Tutorial-Auto, Junge. Ja, echt, ey. Wir fahren auf der nicht blockieren! Wie blockieren? Du bist mir reingefahren. Lol, ich bin viel zu schnell. Ich bin unsichtbar. Du bist unsichtbar geworden. Wie bist du unsichtbar geworden? Was? Weil ich zu schnell war. Aber was für Einstellungen spielst du denn hier? Peter ist auch so am Schlittern. Ja, der Jaguar. Oh, shit! Boah, Sebi! Ja, warte, ihr habt zu. Oh mal. Gott! Ja, was passiert hier? Jungs, ihr könnt hier gerade durchfahren. Das, oh Gott. Ja, ich nehme noch nicht den ganzen Kreisverkehr hier mit. Also, wir fahren die kurze Süle entlang. Oh, shit! Alter, Jungs! Alter, Bram in einem Rennspiel auf dem ersten Platz, ey. So lange, hätte ich nicht gedacht. Oh, shit. Oh, komm, Bram! Fuck! Ich hab Gott sei Dank jemand ein Auto mit mir schneller beschleunigt. Bram ist echt die. Bram ist das Safety Car, ey. Komm ja nicht vorbei. Ja, aber er ist super schnell, was Beschleunigung angeht. Das ist halt sick. Alter! Geh mal weg da mit deinem Buch Porsche. Ey, mein Porsche ist mega cool. Der sieht der einfach ist echt sick schön. Aus. Hey, wieso werde ich denn so unsichtbar? Ja, Jay der Rowdy wieder. Auto. Wie konnte Jay denn mich easy überholen? Hast du ja, irgendwie Nitro oder was? Ich hab einen schnelleren Topspeed. Ja, ich fahre nur 170 oder 160. Alter, guck mal, rechts ist mein Schiff. Mach mal offen. Zwei. Oh, ich weiß warum. Ich werde euch schon noch wieder fangen. Ich weiß warum. Ich glaube, ich habe hier. Ich glaube, ich habe bei Assistenzsystemen noch minimal Bremsen mit drin. Oh nee. Der bremst nämlich hier teilweise für mich. Das ist ja. Das stimmt, das wir spielen auf unterschiedlichen Assistenzsystemen, aber alle mit dem Controller. Aber das, das kann ich doch jetzt hier einstellen. Wieso bremst der denn automatisch? Kacke, das hätte ich vorher checken müssen. Oh fuck me. Alter, ich komme nicht am Rahmen vorbei. Und ich denke so. Als ob der Bugatti so eine krasse. Außenrum überholt. Aber Bram, nimm doch den Mülleimer mit aus Frust. Ich hab's voll geil, dass der Innenspiegel. Alter, weißt du nicht so viel? Ich hab 3 von 53 Kurven bislang perfekt genommen. 3? Ja, das ist so wenig. Manchmal wird dann eingeblendet, wenn du den gerade mal perfekt genommen hast. Ja, Kurve gemeistert habe ich gerade eingeblendet. Ja, bei Project Cars ist das so, dass die Anzeige ich hab der 6. vom Apex ist sehr, sehr cool. Es wird einem angezeigt, wo man anfangen sollte zu bremsen, wo der Apex ist und wo quasi der Beschleunigungspunkt ist. Ja, ich lerne das jetzt auch endlich mal. Ich kann das nämlich nie. Oh, hallo Christian. Und eigentlich kann Alter, ich das immer noch nicht. Du hast mich einfach weggedrängt, deswegen konnte ich nicht fahren. Alter Junge. Ja, da war aber auch kein Platz. Wie hart denn die Einzige? Ja, und dann ziehst du trotzdem rein. Ich hab's auch nicht verstanden. Warum der Bremse halt unsichtbar? Ich hab 7 perfekte Kurven, ich bin letzter. Schnell bist, weißt du, scheiß auf perfekte Kurven. Ja, einfach ballern, Christian, hier. Oh, Bram, hallo. Der Bremse ist halt immer an, das ist irgendwie kacke. Ja, ich will die auch mal ausmachen. Ja, das müssen wir gleich ausmachen, Bram. Ja, ja. Ich sag euch, ohne Assistenz ist aber auch nicht so leicht. Ja, das stimmt. Dann aber ich verstehe nicht. Also ich hab bei mir hab ich aber der bremst zum Beispiel vor den Hubbeln gemacht. Automatisch ab. Weißt du, wenn du ein bisschen abheben würdest, dann bremst du. Oh shit! Ja, okay, aber stimmt. Wer will denn auch mit so einem schönen Wagen springen? Oh, das war spannend! Das springt auf jeden Fall. So, Windschatten, Peter, gib mal Windschatten. Jo, du hast wirklich Windschatten, ich sehe. Deswegen bin ich schneller gewesen als Sepp, oder? Ah, das kann sein, dass du dann so ein bisschen windschattenmäßig an mir vorbeigeboostet bist. Oh, mehr so. Bremsen! Bleib ganz stehen, Junge. Okay, scheiße, das war richtig kacke. Jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich an Bram dran. Alter, was ist denn das für eine harte... Ach, da unten ist ja eine Map. Vielleicht sollte ich jetzt auf die Map gucken, was für eine Kugel ist. Ja, aber so und Peter wieder. Die Fernrad-an-Rad-Duelle da. Ich hab gar nicht überholt. Ich bin einfach hinten reingefahren. Ich will unbedingt mal an die Côte... Wart ihr schon mal an der Côte d'Azur? Nee. Nein. Lass mich fahren, Junge! Warum lässt er mich denn nicht fahren? Da fährt er einfach quer über die Fahrbahn. Ich hatte den Reifen verloren. Nee, Kontrolle meine ich. Du hast den Reifen verloren? Nee, nur die Kontrolle. Ja, warum? Er wird die Hälfte des Rennens, glaube ich, durch, oder?
Welche ja, 59%. Ja. Was, 59 bei dir? Ich bin bei 59. Warum bin ich bei 52? Geh mal weg da! Bram, jetzt wäre mal kein Auge hier! Bremssystem, bremst mal bei Bram! Oh! Ja, Bremssystem hat bei Bram gebremst. Nice! Oh shit, oh holt shit! Da so keine auf. Gute Ausgangslage! Oh! Ich glaube, Peter hat Bram gefunden. Nein, ich mach Donuts! Ja, echt? Donuts hätte ich jetzt auch Bock drauf. Nur ans Essen, ey. Das ist ja eine Scheiße, das wäre meine Chance Bock gewesen. Drauf. Fuck. Was ist mit ich wäre gern mal an der Côte. Oh, lol. An der Côte d'Azur, aber. Heißt das nicht Côte d'Azur? Also, Côte, meine ich ja. So. Ja, hast du gerade Côte d'Azur gesagt? Oder? Nee, schon Co. Aber ja, egal, da auf jeden Fall aber auch mit abgesperrter Strecke. Ja, das wäre. Und dann mit den Autos. Alter, ja. Wird der für eine Beschleunigung hat. Ah, Alter, das ist halt kann sick, hier mit 200 drüber zu ballern. Und irgendein Mercedes sein oder so. Hui. Aber das ist auch geil. Bei mir kommen halt Flammen aus dem Auspuff raus. Das sieht halt übelst nice aus, einfach auch. Alter, springen ist immer schlecht. Geht der automatisch auf die Bremse, wenn du Gas loslässt? Kann das sein? Also so krass ist die Motorbremse aber auch nicht. Also, wenn ich mit 200 Sachen fahre und Gas... Das müssen wir gleich unbedingt umstellen. Das ist zu krass bei den Autos, aber... Der bremst manchmal einfach so eine Kurve und so. Ja. Ja, weil wir die Assistenzsysteme halt anhaben. Das hätten wir vorher... Das ist wahrscheinlich, das könnte aber auch müssen. Die Traktionskontrolle sein, wenn ich mir überlege, wie wir hier teilweise am Schlittern sind. Das könnte auch sein. Gut, Traktionskontrolle mit Controller muss man, glaube ich, haben. Ja. Also ich würde nicht ohne fahren. Was ich geil finde bei dem Game, was ich in den Optionen gesehen habe, du kannst halt auch drei Bildschirme konfigurieren und VR wieder spielen. Das ist natürlich super nice. Ja, das VR hat letztes Mal auch Spaß gemacht. Ja, das war echt übelst nice. Aber auch so drei Bildschirme konfigurieren können, wenn man es hat, ist natürlich cool. Alter, wir düsen hier einfach die Berge hoch. Was ist hier los? Ja, Alter, Bram, mach mal nicht so ein Auge hier. Nee. Glaub nicht. Nee, haben wir nicht an. Das ist das Ziel. Als ob die schon im Ziel ist. Ich bin bei 94%. Nein, ich seh's nur. Da, ich seh Jay. Oh, Bram, jetzt mach mal jetzt hier nicht auf den letzten Metern mir noch Silber kaputt. Ziel! Gelbes Trikot! Woo! Ich nehme auch jede Wand mit, ey. Nur, dann hat so eine Drohnenkamera. Ich sepp. Oh. Brammen! Nee, krieg dich nicht. Ja! Zwei! Uff. Holy moly, ey. Das war auch... Alter, Vater. Geil. Also ich habe jetzt 29 perfekte Kurven und bin 34er. Aber du fährst auch einen coolen Jaguar, also. Nee, ich fahr keinen... Wir haben nur 27 perfekte Kurven geschafft. Also ich sag mal so, mit Schaden wäre ich, glaube ich, tot ja. gewesen. Ja, safe. Also, dann hätte der Wagen nicht nur einmal. Ah, jetzt kann man sich hier noch die Sieger angucken. Sieg. Nice. Ja, Mann. Geht's denn an euch? Nice, nice. Aber gut. Dieser McLaren ist aber auch ein schöner Wagen. Oh, oh. Oh, nice. Ja, geil, mit Halo schön in die Cocktail-Perspektive. Cocktail! Wir sind auf Hockenheim mit Formel B-Wagen. Das ist ja hier Heimvorteil. Für uns alle. Oh Gott! Alter, ist das cool! Das ist nice. Das ist ganz schön nice, wenn man weiß, wie die Strecke geht. Aber die Bremspunkte. Oh Gott, Alter, wer ist mir denn draufgefahren? Der Drift! Weg da! Ja, du hast super früh gebremst. Yo! Oh, Christian kriegt gleich Windschatten, das ist nicht gut. Aber Christian bleibt kein Windschatten. Ich bin schon neben dir. Boah, DRS. Hey. Yo, was war das denn? Christian? Oh, wie ich den näher komme. Oh, Alter, Bram, Junge! Reinballert, Leute! Oh, geht! Ja, ich war innen, da kann ich auch nichts für. Das kann doch nicht sein, dass ihr euch da zu viel kämpft und ich da nicht einen Vorteil rausziehe. Ja, du bist aber ein Lappen, Jay. Auch ein bisschen grün. Da vorne saßen wir, Jay.
Hier, hier auf der Tribüne. Ja. Alter, driften geht mit der Karre aber auch ordentlich, ey. Wie mich da fast gerade schon wieder jemand mitgenommen hätte. Ja, ich? Ich hab eigentlich gedacht, ich hätte genug gebremst. Ja, aber möglicherweise habe ich dich angeschoben. Also ich finde das ja gut, dass die Turning Points und so alle angezeigt werden, aber ich habe das Gefühl, die treffe ich nicht immer. Sebastian Vettel Gedächtniskurve. Ist so. Alter, what the fuck? Oh shit! Nein, 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 wir kommen bald. Oh, das ist Peter, bist du wieder gerade gekommen? Oh Gott, wer kommt da von hinten? Oh shit, zu schnell! Oh Junge. Jay, was hast du denn da gemacht? Ja, ich versuche ihn zu überholen! Das du klappt warst doch nicht! 1000% zu schnell! Okay, Peter, bin schaffen. Jetzt ist Bram in! Ja, genau! Zieh doch runter, du Wichser! Fuck you! What? Wo war der Bremsen? Du musst halt bremsen! Ja, der, da kommst du ein bisschen weit raus, aber... Ach, Jay, Alter, komm, Sepp. Fahr! Ja, Jay hat mich halt auch mit rüber gezogen. What? Ja. Oh, guck mal, Mann, der war echt viel in der Einkurve jedes Mal. Voll geil, das ist ja voll nice, das ist besser. Das ist ja so, ey. Ja, wäre mega. Oh. Windschatten! Oh Gott! Ich hab ihn! Ey! Alter, wer fährt denn da über Wasser mit Süd? Was war das? Alter, easy Slack! Easy Slack, du bist einfach nur noch verarschen! Aber einer hat ja einen richtigen Abgang gemacht, ne? Oh Gott! Alter, was bremst denn du in der Kurve? Ja, du musst halt auch bremsen hier! Die kannst du vollfahren! Ja, die kannst du vollfahren, hab ich gesehen, wie du gerade voll gefahren bist. Du bist am Mappen Süd. Ja, du bist mein. Ach so! Ach so, ja, gut! Oh, die hätte ich schneller fahren können. Christian fährt gerade ein gutes Rennen, solide. Oh, Bram! Ja, ich bin nur am Driften hier! Alles ist unsichtbar? Nice! Ach, scheiße. Jetzt wird der nicht mehr unsichtbar, wenn ich den gerade versuche zu bauen! Man kann auch innen die Kurve nehmen, ist auch eine gute Sache. Du kannst nicht immer fahren wie mit der. Boah! Kann ich fahren. Das kommt trotzdem nicht an dich ran. Ja, aber die Kurve, die kannst du doch jetzt niemals komplett nehmen. Nee, kannst du auch nicht. Okay, der kommt trotzdem ran. Alter! Ey, Jay, was soll denn das? Fuck you! Na, Jay fährt fair, hast du gesagt. Das ist mir scheißegal. Hier wird kein Platz gemacht. Nein, ich hab mich gedreht. Oh Mist! Oh, ich seh wieder beim Link. Oh, Windschatten, 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 Windschatten! Da hab mich gedreht, Mann, ey! So eine Kacke! Dass du nicht die Handbremse drücken sehst. Nee, hab ich nicht. Ich hab aber einen Randstein so hart geknutscht, dass ich mich drauf gedreht hab. Oh, wie du mich angeschubst hast, du miese Stück! Oh, du bist aber direkt wieder da. Oh mein Gott. Wie ich einfach extra Bram abkommen lassen. Oh mein Gott. Nice. Die kannst du voll annehmen. Ja, aber die nicht. Da kommt ja, genau, der nächste mit, die kannst du voll nehmen. Gewesen. Oh shit, der trifft. Scheiße. Das war zu viel Drift. Oh, oh. Servus, Bram. Oh, 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 oh. Nächste Kurve ist auch nicht so gut genommen von mir. Oh, ja, nein! Oh, der Drift hier ist so real. Oh, so weggeworfen einfach nur. Das war jetzt echt belastend. Ey, ich könnte es ja voll außen anfahren. Letzte Chance noch. Nein! Oh, ich dachte, jetzt war kein Scheiße. Oh, war das knapp, Alter. Das ist richtig geiles Battle. Das war easy game. Oh, was ist das? Ah, Kacke. Ah. Uff, Das war ein richtig, richtig nice Match, ey. Das war richtig exciting. Uff. Oh, weiter. Ich möchte das hier. Christian soll das auch verdient haben. Ja. Der Sieger. Ja. GZ. Ah, Best Fans. Nice, nice. Starkes Rennen auf jeden Fall. Peter war Torwart. Ja. Okay, zum großen Finale des Videos gönnen wir uns jetzt die Nordschleife. Geiles Muscle Curl. Mit Schneeregen. Bäm! Einfach direkt voll. Oh Gott, ich hab schon durchs. Alter, ich hab's. Er wollte gerade sagen. Ich hab keine Anzeigen mehr. Ich hab einfach. Oh mein Gott, ich kenne voll den Hinterradantrieb. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Sepp macht das ist vielleicht keine gute Idee. Oh, was ist die Anzeigen? Guck, wie stehe ich die Anzeigen an?
Ich kenne doch die Kurven nicht. Oh, die Kurve war zu krass. Oh, da war uns hier an zwei vorbeigeschummelt. Richtig gut. Alter, mit Hinterradantrieb ist ja göttlich hier. Ah, ja, scheiß auf Kurven nehmen, Leute. Als ob du da easy durchfahren konntest. Ich bin einfach geradeaus gefahren. Alter. Haben wir hier Offroad-Reifen drauf, oder was? Ich hab irgendwie Aquaplaning. Ja, bei mir ist... Also, ich glaub, das die Strecke ist schon ordentlich voll mit Wasser. Bremsen! Ja, aber nicht so viel. Am Mist! Ich hab auch so viel gebremst. Ey, ohne Scheiß, wenn eine Haarnadelkurve kommt, ich knall euch voll drauf. Ich hab keine Ahnung, ich kenne die Map nicht und die Strecke. Weißt du, wir sagen, ja, die Strecke siehst du ja, wenn eine Haarnadelkurve kommt. Ja, aber hier ist ja auch ein Hügel. Sehr gerades Stück. Oh, Bremsen, also, zock ich mir. Hart hinten drauf. Bremsen, zock ich mir. Bams! Das ist die PS-Power, die amerikanische Kraft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, hier kommt jetzt eine etwas kurvigere Nummer. Oh Gott. Ja. Bram hat leider besser die Kurve gemacht. Gut. Wer ist denn hinter mir, Peter? Scheiße. Wo ist denn hier die Kurve, wo immer die ganzen Fotografen stehen, die darauf hoffen, dass sich irgendwer da zerdetscht? Ich glaube, das kommt hier nach. Jede zweite. Ist er nicht hier nach? Ne, hier war das. Hier ist er. Hier wo wir gerade durchfahren, die Linkskurve. Ey, Bram, oh wir haben das verliert. Genau. Oh Gott, warten die da die ganze Zeit. Oh Gott. Oh, Christian. Oh, Mist. Hier ist der Sackgasse. Mist. Ja. Peter, ey. Mann. Läuft. Scheiße, Mann, ey. Okay, Sepp ist erstmal komplett weg. Ja, ich bin richtig hinten. Hier soll ich bremsen? Okay. Oh Mann! Da habe ich zu viel Überholpotenzial gesehen. Oh! Kurve gemeistert. Oh oh! Oh, rutschig! Es ist rutschig. Oh. Der Peter nimmt die ganze nur Rasen mit, ey! Ja, ist nicht so leicht, das Ding ist nicht so einfach fahrbar! Der nimmt ein bisschen Gras mit, das war schon böse. Ja, aber der ist trotzdem irgendwie nicht so leicht. Oh! Kurz vor, ich muss da hin, kurz. Uiuiui, oh Gott, da ist ein bisschen draufgeknallt. Hast du nicht auch Heckantrieb, Peter? Ja. Heckantrieb ist übelst cool hier. Oh, die Kurve ist... Oh. Oh! Was ist das denn? Ich kann nur noch geradeaus fahren. Ja, weg da! Ja, ich kann nicht lenken, wenn du mich schiebst. Kurz eine andere Kamera nehmen, die ist glaube ich krank. Wieso habt ihr denn keinen Totalausfall? Ich brauche hier unten Verstärkung. Ich komme nicht um Kurven rum. Ey, oh Gott! Gott! Jetzt! Come on! Beschleunige! Oh Mann, ey! Come on! Ja! Oh BB Gott, Power! BB Power! Ich bin innen! Oh, da vorne sehe ich sie! Nein! Nein! Ja, hat gesummelt. Wir sind immer noch nebeneinander. Ja, what the fuck? Wir sind gleich. Komm schon, Mercedes! Komm on! Komm schon! Turbo Eco Boost! Ja! Turbo Eco Boost! Wir sind immer noch nebeneinander, Alter! What the fuck? Komm on, sieh! Krass! Ja, Christian, wie nass die Strecke ist. Das ist krass gekommen. Mehr schaffe ich nicht als 250. Alter, haben wir jetzt Schnee? Ja, jetzt ist Schnee. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, hier ist Schnee. Auf ich meinem Auto sind Kristalle. Hier, bremsen, Jay, bremsen, bremsen! Ja, nicht ganz so krass. Nein, da musste man echt nicht so krass. Oh, bremsen. Scheiße, da habe ich zu viel gebremst. Nein! Scheiße, da habe ich auch die nächste. Hier ist mehr. Oh, hier ist mehr Bremsen. Ich den Bram noch. Den hole ich mir. Guckt euch mal die nächsten Kurven an. Jetzt kommt die Serpentine. Was? Ah, das ist die mit der Schräglage. Jo. Ja, Mann. Ja, die ist geil. Oh, what? What? Oh, Bram steht quer. Ja, aber ist unsichtbar geworden. Fährst du quer, siehst du mehr. Oh, nein. Oh, das ist aus dem Verdammten, ey. Aber die Randsteine sind auch nicht immer deine Freunde, muss ich sagen. Da ist der Bram. Ich sehe endlich wieder jemanden. Oh, Mist. Nicht gut. Alter, die Strecke ist also ja gut? Heftig. Oh shit! Peter! Oh, shit. Crash! Nein! Scheiße. Oh shit! Alter, ich weiß immer noch nicht,
wo man lang fährt, ey, das ist zu schwer. Immer geradeaus, Jay. Ah, ja, komm, ey. Unsafe Release auf die Strecke. Ja, genau. Das war jetzt nur fair, muss ich sagen. Oh, shit. Das ist Bram da. Also, Bram so gut fährt. Jetzt geh auf die Strecke, du blödes Auto. Ja, genau. Ich schieße an euch beiden vorbei. Nice, Bram. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Eigentlich ist immer Arge sein, wenn Peter anfängt. Bram ist ein richtiger Skiller hier. Ja, genau. Emsen, Schmemsen. Okay, das sieht gut aus. Hey, ihr musst mal gar nicht bremsen, das ist voll gelogen. Oh shit! Oh! Das war nicht gut. Scheiße. Ja. So Leute, hier endet Sektor 2. Ach du Scheiße. Na gut, gibt ja nur 3. Wann kommt denn endlich der richtige Nürburgring? Ist das doch ein Teil auf dem Nürburgring? Den kenne ich wenigstens. Ich glaube nur ein ganz kleines Stück, oder? Ja, ja, klar, aber halt trotzdem. Oh, Pfütze! Ist das nicht Startziel? Müsste das sein? Da ist der Bram aber sehr vom Gas gegangen. Oh ja. Oh, ah, hier ist wieder Schrecklage. Oh, das ist ein Fehler vom Bram. Jetzt, du Sackratte! Mann! I'm back, bitches! Also absichtlich. Du schieb mich beide an, ihr Penner. Ach komm schon, du mieses Stück! Alter, Bram, fick dich. Wir können Jader, wenn ich hier auf gegen mich zu schieben! Wir verlieren doch beide nur Zeit an euch! Leute, gleich könnt ihr Sprint machen. Hier kommt eine richtig lange Gerade jetzt. Das ist die längste, ja, die okay, hier gibt. Ja, okay, alles klar. Oh. Entspannung. Lass das, du! Entspannung. Wie sie querfahren! Fahr doch mal geradeaus, Junge! Ja, tu ich ja jetzt auch! Also, ich bin weg und so. Und ihr? Jetzt ist schon weg, ey! Oh. 238 ist krass. Ich hab keine Ahnung, wie schnell ich fahre. Da vorne rechts ist die Nürburg. Voll nice. Ich fahr nur 140. Hier ist der Spielstein. Ja, du hast ja auch noch MPH drin und nicht KMH. Ja, ja, stimmt. Wow! Oh, Bram, jetzt! Leute, hier muss man nicht bremsen. Ich hätte bremsen müssen. Oh Gott! Ich rieche meine Chance. Ja, ich hab ein bisschen Gras mitgenommen. Das ist ja entspannt. Da ist das Ziel. Hä? Wo ist der Nürburgring? Sieg! Boah, das war nice. Oh, fuck me. Oder war das am Anfang? Ja, ja, ich bin mir nicht sicher. Alter. Ah, ja, ja, nice. Ja, ja. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Alter, die Duelle waren geil. Oh, göttlich, ey. Guck mal, da vielleicht sich mit dem Muscle-Car. Ja. Bei ja, Schnee. Leute, das ist Project Cars. Das war awesome, Dankeschön, das war echt geil. Fürs Sponsern dieses Videos. Ihr könnt Project Cars sehr gerne kaufen. Ist jetzt draußen. Link dazu in der Videobeschreibung. Die drei Runden haben sehr viel Spaß gemacht, kann ich sagen. Oh ja. Und ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.